Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu meinen Top 10 Plugins auf meinem Rechner. Und ich mache sie so in einer halben Reihenfolge. EQs, Kompressoren und Zeug. Also eigentlich ist es die Reihenfolge hier von Pro Tools. Fangen wir einfach direkt an. Das erste Plugin auf meiner absoluten Go-To-Liste ist Slate Virtual Mix Rack. Generell ist hier viel von Slate. Slate Waves Mac DSP. Das ist es, genau. Ich habe hier keine Instrumente drin, ne? In der Liste ist jetzt nichts wie Bias FX oder Waves Ovox oder irgendwie sowas, was ich als Instrument bezeichne, sondern wirklich nur Mixing Plugins. Genau, das allererste ist Virtual Mix Rack Slate Digital. Absolut geiles Ding. Und wer es nicht kennt, man hat hier Module quasi, die man sich einfach in ein Rack bauen kann. Und dann ist die Signalkette, die dies halt ist. So. Oder wieder raus. Da sind so Sachen drin wie hier. Ein Virtual Channel, der die Verzerrung, Oberton, Spektrum, Blub von verschiedenen Konsolen emuliert. Eine SSL E-Series, SSL G-Series, USAA müsste API sein, British N ist nie, das weiß ich gerade nicht mehr, und Röhrensättigung. So, dann habe ich verschiedene Typen von EQs. Ich habe hier ein SSL-Type-EQ, ein Neve-Type-EQ, ich habe aber auch noch ein API-Style-EQ, ich habe dieses Lifting, ich habe diesen hier, der auch relativ neutral ist und lauter so Zeugs drin, also tausend Sachen drin, die ich auf einmal nutzen kann. 1176 Typen, Distressor, Gate seit neuestem und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Geile ist, es wird immer geupdatet. Immer wieder kommen neue Sachen raus und es heißt dann einfach so, ja, ist jetzt in deinem Everything-Bundle dabei. Geil. So. Und die Presets taugen. Das ist übrigens auch was ich sehr mag. Man hat hier so ein bisschen Presets, die wirklich, wirklich, wirklich taugen. So, also Slate generell kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Spannende Sachen hier drin. Cool. Genau, das so mein erstes, was nachher irgendwie echt auf jedem Channel gefühlt landet. Nächstes. Der Q10, beziehungsweise die komplette Waves Q-Series. Das ist mein Go-To-Plugin, wenn ich was rausziehen will, ohne zu färben, ohne irgendwas zu machen, einen Low-Cut machen will, ohne irgendwas zu machen. Und ja, ich habe den Q10 drin und nicht den Slate Air-EQ, der die Alternative wäre. Weil der Air-EQ ist für mich so ein, Wenn ich ein Instrument nicht so aufgenommen habe, wie ich es aufnehmen will, dann nehme ich den Air-EQ und kompensiere damit quasi Mic-Placement oder Mikrofonauswahl oder sowas. Und der Q10 ist wirklich das, hier ist eine Resonanzfrequenz, weg damit, Tool. Also ganz oft haue ich hier einfach den Q auf 100, nimm das Ding, such die Frequenz und raus damit. So, das ist so wie der Q10 oder welche auch immer dann nachher bei mir landet. Genau. There you go. Nächstes Plugin. Relativ neu in dieser Liste. Der Active EQ von Mac DSP. Der auf jedem Band aktiv und fix ist. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, zu erklären, was der Unterschied zwischen einem Active EQ und einem Multiband-Kompressor ist, weil dazu fühle ich mich selber nicht in der Lage. Wer das in guten Worten erklären kann, bitte unten in die Kommentare rein. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein User-Interface, das ich sehr schnell verstehe und mit dem ich sehr schnell arbeiten kann. Ich bin gerade bei EQs ein Freund von diesem, hier ist mein Band, zack, ziehen, ich sehe irgendeine Grafik und go for it und
fertig. Und hier ändern sich irgendwelche Werte und ich kann sie nachher noch ändern und so. Es ist eins dieser Plugins, die für mich sofort verständlich waren, sofort klar ist, was passiert. Und vor allem, ich sehe diese Dinger sich bewegen. Das ist was ich auch sehr mag, dass ich sehe, was ich tue. Auch wenn ich es eigentlich hören sollte, ich weiß, da kommen jetzt wieder die Kommentare. Aber ihr wisst, was ich meine. Aktiver EQ. Einer der Gründe, warum ich das Mac DSP Everything Bundle habe. Der zweite ist das letzte Plugin. Und ich weiß nicht, warum ich auf dem Bildschirm zeige, weil ihr seht das nicht. Nächstes, Plugin Nummer 4. Der Slate Digital iOS De-esser. Ein wunderbar cooler De-esser, der mir auch grafisch wunderbar zeigt, was abgeht. Und auch wieder, ich klicke hier einfach rum und es passiert was und ich mache das mit meiner Hand und es ist ein schönes User-Interface und ja, sowas mag ich. Und die Möglichkeit, Silibans Focus anzuschalten, finde ich wunderbar, weil ich dann trotzdem noch die Vocals höre, aber die S-Laute quasi einfach nur lauter. Und damit nicht völlig bescheuert werde. Und vor allem merke, ob ich was verpasse. Also ich versuche immer die Sensitivity gerade so nach unten zu stellen, wie es gerade noch so geht. Und über Silibans Focus höre ich, ob ich was vergessen habe, was ich, wenn ich nur das höre, was durch den De-esser geht, nicht höre, weil es ja dann nicht reinkommt, aber ich es trotzdem gerne drin hätte. Ihr wisst, was ich meine. Nummer 5. Immer noch Slate Digital, die Mastering Console. Für mich ein unglaublich geiles Ding, um schnell Zeugs laut zu machen. Ich sage, ich bin kein Mastering Engineer und ich bin auch wirklich kein Mastering Engineer, aber ich kann meine Sachen so laut machen, dass sie auf den Plattformen irgendwie funktionieren. Und dafür nehme ich zu 95% dieses schöne Ding, wobei die Mixes meistens so laut sind, dass der auch nur irgendwo zwischen 0 und 2 lebt, um auf minus 13 LUFS zu kommen, was für Digital-Ding ist. Das ist halt meine lauten Mixes. Selber schuld. Sehr, 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 sehr cooles Ding. Sehr, sehr übersichtliches Ding und der macht halt sein Ding und cool. Plugin Nummer 6, der H-Comp. Und der H-Comp ist eigentlich nur aus einem einzigen Grund in der Liste, nämlich Sidechain. Ich habe noch andere Kompressoren, die Sidechain haben, aber keiner, der für mich so cool arbeitet wie der H-Comp. Und ich kann den H-Comp Release auf das Timing meiner Session synken. Und das ist total geil. Ich habe ein paar Elektroplatten gemischt, wo ich einfach Sidechain von der Kickdrum auf den Bass haben wollte. Und dann eine Release-Time auf Achtel. Großartig. Genau das, was ich wollte. Hätte ich sonst irgendwie ausrechnen müssen. Was weiß ich. In dem Fall war es total easy. Sidechain ist total easy. Alles hier in diesem Plugin ist total easy. Und den Mixregler sehe ich mittlerweile als hat jedes Plugin irgendwie. Außer das nächste. Waves Tune Light. Und ja, es ist Waves Tune Light und nicht Melodyne für Pitch Correction. Aus einem entscheidenden Grund. Melodyne mache ich, wenn mich einzelne Töne stören. Und ich das Gefühl habe, ich möchte nur so ein bisschen korrigieren. Und Waves Tune nehme ich bei zwei Momenten. Wenn alles so ein bisschen off ist, gerade bei Guide Vocals zum Beispiel. Guide Vocals schicke ich einfach durch Waves Tune. Und wähle dann die Tonart aus, in der es ist. Und fertig. Und scheiß drauf. Das ist Nummer 1, wenn ich Waves Tune verwende. Und die Nummer 2 ist, wenn ich es als Effekt haben will. Manchmal mache ich selber Autotune. Ich habe sowas wie Autotune, aber manchmal mache ich es auch hier drin und setze dann einfach entsprechend die Werte. Und ich habe den Autotune-Effekt, aber ich habe die einzelnen Töne noch in der Hand und kann festlegen, wo welcher Ton hin soll. So, deswegen Waves Tune und nicht Melodyne. Dann mein Hall-Plugin of Joyce, auch wieder Slate Digital, die Warpsuit Classics. Unglaublich großartige Auswahl an Hallräumen, auch unglaublich passende Presets drin, an denen ich mich gerne langhangel. Sehr aufgeräumtes, übersichtliches User-Interface. Ich mag es sehr.
sind eigentlich 90% meiner Hallräume stammen hieraus. Die Alternative wäre noch R-Verb oder TrueVerb von Waves. Sehr selten, aber BSC is the way to go bei mir. Und als Delay sind wir wieder bei der H-Series, H-Delay. Ja, ich habe noch Repeater von Slate, den ich manchmal nutze. Und auch der EC300 von Mac DSP ist sehr geil. Aber ja, der H-Comp ist dann doch irgendwie mein Workhorse. Für wenn ich mal schnell, was heißt wenn ich mal schnell, wenn ich ein Delay bauen will. Und arbeite dann einfach, Entschuldigung, und arbeite dann einfach hier mich so ein bisschen durch die Parameter. Wenn es als Insert dann natürlich hier entsprechend, aber cooles, übersichtliches Ding. Ich weiß gar nicht, was ich viel sagen soll. Es erklärt sich ja irgendwie von selbst und ist kein Tutorial für Plugins, sondern einfach nur meine 10 Go-To-Plugins. Und last but not least, die Fuzzbox. Die Fuzzbox, die ich mir gekauft habe, um für Johnny Carajo seine Durchsage vom Journal-Song zu machen und jetzt schon bei sehr vielen Songs irgendwie verwendet habe. Speaker-Emulation mit einfach, ja, Distortion quasi drauf. Und Zeugs, also ihr könnt einfach nachbauen, wie das Zeugs klingt aus einem Telefon raus. Und auch hier unglaublich coole, passende Presets drin in allen Couleur und was man alles so sich vorstellen kann. Meistens wird es halt irgendwie ein Megafon-Effekt oder so, selten irgendwas anderes. Aber sehr, sehr cooles, lustiges Tool, um Signale so ein bisschen zu verändern und sie so ein bisschen in einen anderen Kontext zu setzen und damit im Mix irgendwie interessant zu machen. Deswegen sehr, sehr cooles Plugin. Bin sehr happy, dass ich es habe. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das nicht Auto angeht. Aber naja, was soll's. Ja, das sind meine 10 Go-To-Plugins. Wenn ich was Wichtiges vergessen habe und ihr sagt, hey, das ist aber auch noch ein cooles Plugin, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, schaue ich mir gerne an. Ich habe einen Haufen. Also, so. Aber bin immer neugierig, was ihr so an Plugins verwendet. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, lieb.